können das auslegen. Ah, ich würde gerne Branche ausmachen, wie das ist. Ah, okay. Ja, ist ja größer, aber dunkel war. Ja. Ja, das waren jetzt leichte Impressionen aus der Herbstfahrt, der letzten Aktion von Nurg Mamdirndl. Eigentlich würde ich jetzt was anderes spielen, aber irgendwie hat mir der Mini-Display überlistet. Bei mir zu Gast sind Anita Hofer, Gerhard Zehner, Armin Lixl und Andreas Klöckl, der uns mit seinem Delay heute beglücken wird. Delay, das von allein spielt. Und sie ungefähr so anhört. Ich finde gerade, hört man nicht sehr viel. Anita, fangen wir gleich bei dir an. Wie bist du nur Gmammdirndl geworden? Also, warum oder wie? Warum oder wie? Warum oder wie? Ja, da hat es erst einmal die Feuertaufe gegeben. Ja. Die Feuertaufe war der Einzug bei den damaligen noch nahen Burm in der Keplerstraße. In der ärgsten Sommeraufenhitze, im Juli, August oder so war das. Ja. Mit einer riesen Baustelle in der Keplerstraße. Nämlich, die haben den ganzen Sommer lang den Asphalt erneuert. Das heißt, unsere Computer sind alle im Rhythmus mit dem Gerät, das da gefahren ist, den ganzen Tag kupft. Mit großen Gelagen, mit großen Kochgelagen auf der Terrasse von der Keplerstraße und Nachmittagen auf den Schotterteichen und ziemlich ausführlichen nächtlichen Zügen quer durch die ganze Stadt und das alles zusammen mit dem Peter und dem Gerhard. Peter und Gerhard. Das war die Feuertaufe. Das zweite war dann quasi der Pflichtteil meiner Kür zum Gnammdirndl war die Vorbereitung zur Würstelbude Forum Augarten, wo ich Würstelsponsor auftreiben habe müssen und Würstchen kochen habe müssen. Würstelbuden sind überhaupt ein zentrales Element eurer Arbeit. Es hat ja schon einige gegeben. Gerhard, du bist ja auch irgendwie, du bist ja vor allem mit dem Würstelbuden sehr beteiligt. Ich sitze heute in der zweiten Reihe, ich sag nur was, wenn es unbedingt sein muss. Ja, jetzt muss es sein. Okay, wer kann mir irgendwie was zu den Würstelbuden erzählen oder wer würde es? Ich finde, der Armin soll das machen. Der Armin, okay. Würstelbuden vielleicht als funktionierendes Element in Österreich, das man kennt und das Leben auf der vietnamesischen Straße vielleicht leichter übersetzbar macht in unser Umfeld, was ja doch ein zentraler Inhalt von diesem Kulturaustausch Vietnam Österreich ist. Ja. Und da hat es einige Versuche gegeben, eben diese Eindrücke, die in Vietnam sozusagen aufgenommen wurden, zu übersetzen in unser kulturelles Gefüge. Das heißt, Nurg Mamdirndl, der Begriff kommt aus Vietnam. Ja. Und das Ganze entstand, glaube ich, auch durch eine Reise von wie heißt der schnell? Andreas Reichl. Entschuldigung, wie heißt der? Ja, Andreas Reichl. Andreas Reichl nach Vietnam und das Ganze bezeichnet sich ja auch als Verein für interkulturellen Transfer. Das heißt also. Es geht schon um das, um einen Kulturaustausch und eben auch um den Versuch, diese Eindrücke, die dann in Vietnam gesammelt wurden, da sind ja doch immer wieder Leute nach Vietnam gefahren und haben dort gelebt, auch über Monate hinweg, das irgendwie verständlich zu machen und jetzt nicht einfach nur sozusagen zu importieren und dann darzustellen. Sondern eben, es geht mehr um das Gefühl, um das, wie miteinander gelebt wird oder vielleicht darum, wie man ein Bild zeichnet, wie es sein könnte und das in Anlehnung eben an das Erfahrene in Vietnam.
du sagst, ein Bild zeichnen, wie es sein könnte. Ist jetzt die Gesellschaft Vietnam für euch das Idealbild und sollten wir uns dahin entwickeln oder ist es einfach ein. Ja, es, ist, es sieht jeder von uns ein bisschen anders. Es hat schon einen politischen Hintergrund und, ja. Und Vietnam in seinem kommunistischen in seiner kommunistischen Ausprägung ist doch was Eigenes und war ja für viele andere kulturelle Gesellschaften und kommunistische Gesellschaften immer Vorbild auch. Mhm. Und ist ja auch heute noch kommunistisch. Ja. Eines der wenigen. Vietnam ist noch kommunistisch? Ja. Aha, wusste gar nicht. Ja, es ist auch jetzt so, man natürlich wird es jetzt von, also es öffnet sich und die Gesellschaft ist jetzt gerade sehr stark in einem Wandel begriffen, ja. Aber es ist immer noch kommunistisch, gibt nicht mehr viele. Verstehe. Andi, du bist auch irgendwie bei den Vietnam-Dirndln involviert. Im Hintergrund hört man dein Delay. Ich weiß nicht, ich höre es schon. Ja, du musst deinen Kopf aufsetzen, du musst da reinsprechen. Ja? Du musst da ganz nah rangehen. Ah ja. Ja, ja. Ganz nah. Ja. Der Delay spielt von allein? Ja. Alleinunterhalter? Ja, das moduliert von allein. Moduliert von allein? Ja. Ja. Du warst ja schon bei mir in nur Gmamm-Dirndln irgendwie. Zumindest zu Gast, oder? Ja, bei mehreren Nugmam-Aktionen, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, bei der Würstelbude bei der ersten in Graz, bei der ich auch selber war, hast du aber, ich glaube, ihr gespielt mit Fleischposten, oder? Nicht wirklich, ich bin gern zu Gast, aber gespielt haben wir dort nicht. Nicht? Ne? Wieso nicht? da hat es uns schon gar nicht mehr gegeben. Da hat es nicht mehr gegeben, okay. Ja. Solo hast du auch nie. Gespielt hat. Hat sie nicht ergeben. Hat sie nicht ergeben. Da muss ich jetzt kurz reinwerfen. Bitte. Das stimmt ja nicht, bei der CD-Präsentation in Wien habt ihr, hast du mit der Anita die Spielzeugmusiken gemacht. Genau. Stimmt, doch. Die hätten auch, auf die habe ich eigentlich gewartet, das war für mich so das Highlight der Kim-Lounge-Aktion, da leider ist keine Spielzeugmusik passiert. Na, heuer ist es leider ausgefallen. Was ist die Spielzeugmusik? Was macht ihr da? Wir spielen mit Spielsachen. Ihr spielt mit Spielsachen und... mit elektronischen Spielsachen. Okay. Ah ja, genau. Die also Spielzeugelektronik. Mit Spielzeugelektronik ist schon ein großes... So richtige Nervtöter und dann ganz viel gleichzeitig. Ja, so dass es möglichst wenig nervtötend ist. Okay, ja. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Elektronisches Spielzeug, das klingt nach Gameboy oder sowas. Ja? Das ist Kinderspielzeug, das halt irgendwelche Töne von sich gibt. Genau, das ist keine wirkliche Musik, Elektronik in dem Sinn. Spielsachen, ja. Ja. Plastik. Meistens aus Vietnam oder Bangkok oder so irgendwo. Und vom Kastner. Und nein, nicht vom Kastner, sondern von den Flohmärkten oder von diesen Weihnachtsmärkten oder von diesen Kirtagen, die es gibt, wo solche Sachen nur verkauft werden. Ganz, ganz selten findet man es auch auf Autobahnraststätten, aber in letzter Zeit eher selten. Da gab es ja ein ganz lustiges Thema. Also, ja, für euch war das, glaube ich, gar nicht so lustig. Mich hat es still und heimlich ein bisschen amüsiert. Nämlich, dass es da dann einen Konflikt gab, nämlich... ob man jetzt produzierende Musikerin oder Künstlerin ist oder ob man ein interaktives Environment schafft. Das war der Konflikt, den ihr dann hattet, weil das Publikum hat es als interaktives Environment aufgefasst und ist eingegriffen und ihr wolltet aber darstellende, produzierende Musikerin, Künstlerin sein und habt euch da ziemlich auf den Schlitz getreten gefühlt. Das kann natürlich entgleiten, ja. Okay. Ja, ihr habt noch jetzt... für den ersten ein Interview vorbereitet mit Peter, der heute leider nicht da sein kann, wohnt in Wien, ist auch nur Gmamm-Dirndln. Es gibt ja ungefähr so 13 oder so, ne? 13 ist eine schöne Zahl. Ja, es gibt 13 nur Gmamm-Dirndln, wobei das relativ offen ist und die Grenzen fließen. Das heißt, der Andi ist zum Beispiel so ein Halb-Dirndl und, und das geht dann also fließend weiter bis zum Vollblut-Dirndl, wie es zum Beispiel der Nieder oder der Armin oder der Gerhard sind und ja, und Sympathisanten, so wie ich es bin. ja, der Peter habe ich mich also so ein bisschen über Nur Gmamm unterhalten und vor allem
über die Soße, nach denen diese Gruppe benannt ist. Was kannst du mir über Hauptnamen erzählen? Hauptnamen ist eine Fischsoße, die hergestellt wird aus kleinen Fischen. Die sind ungefähr so 2,5 bis 3 cm lang und die kommen aber ganz laut schmecken. Die sind dann ungefähr, nein, warte mal, die sind dann so. Kommen in Fässer rein, ja? Das steht dann rum, ja? Und wir haben Bier dann da drinnen in diesen Fässern. Und das ist ein Gewürzmittel, das nur gemacht wird zur Suppe, zum Fleisch, überall reinkippt ins Essen und ist sehr mineralstoffreich. Aha. Ja, ist ein ganz wichtiges Gewürz, sehr gesund, sehr mineralstoffreich und riecht halt sehr stark. Ja. Sehr stark. Und es riecht so stark, dass man es nicht mit dem Flieger mitnehmen darf. Es riecht so stark. Das war das Einzige, was uns nicht im Flieger mit einem nehmen haben lassen. Wir haben alles exportiert, ja, Toten, Viecher, alles. Nur kein Mann. Weil wenn das jetzt im Flugzeug hat, den Schrank kriegst du nie wieder raus. Den Geruch, das stinkt ja, das riecht ja gut. Und dort in den Bussen ist es so, dass du überall riechst nach dem Lokal in der Landschaft. Und dann kommst du ab und zu am Meer vorbei, musst das produzieren. Da ist halt die ganze Landschaft riecht dann aus, natürlich warm. Herrlich. Und dann kommt eben dieser Duft, das Räucherstäbchen noch dazu, die überall in den Häusern brennen. Und da ist halt permanent diesen intensiven Duftraum. Ne? Und dieser Name Nurkmam, also eben also diese Konzentration der Fisch, so dieser Gestank, diese Penetranz. Und das war so ein Wortspiel Nurkmam-Wurm. Das war der erste. Nurkmam-Wurm. Das ist Nurkmam, ja. Und jetzt sind wir ja schon Nurkmam-Dirndl. Jetzt sind Frauen auch dabei, ne? Viele Frauen sind jetzt auch dabei. Und jetzt haben wir den Nurkmam-Dirndl. Und danke! Ja, bitte! Ja, also von Fischsoßen, die aus kleinen Fischen hergestellt werden und streng riechen und nicht im Flieger transportiert werden dürfen, und von Nurkmam-Burm, die schon langsam zu Nurkmam-Dirndl mutieren, hat uns Peter erzählt. Und wir spielen jetzt Kurbeti und kommen dann wieder. Und das ist eine Frage, die jetzt. Warum bist du Nurkmam-Dirndl? Du musst laut sprechen. Wieso, warum? Na, weil man dich sonst nicht versteht. Na, warum bist du noch Mom, Dirndl? Ja, das war irgendwie ein Missverständnis, das ich mit der Andrea gehabt habe. Zugegeben ist die Frage, warum bist du nur Mom, Dirndl, ja ein bisschen platt. Und ist gut zu verstehen, wenn einem da nichts einfällt drauf. Die Nurkmam-Dirndl, also ich habe das irgendwie auf der Seite beschrieben als Performance-Künstler, weil Verein wollte ich nicht schreiben, obwohl das irgendwie stimmen würde. Das ist jetzt also Heubert irgendwie ein Verein oder so. Also ein Verein für, wie sagt man, interkulturellen Transfer. Aber so ein richtiger Verein ist es nicht, ne? Oder? Also in dem Sinne. Okay, ihr seid kein Verein, ist ja auch völlig egal. Jedenfalls die Art und Weise, wie eure Performances ablaufen, es passiert ohne Proben und es passiert natürlich live und im Grunde wisst ihr da selber nie, was dabei rauskommt. Ne? Ist das richtig? Ja, das stimmt nicht. Also es sind ja nicht Performances im engeren Sinn, es sind unterschiedliche Projekte und es gibt zum Beispiel das mit dem Bunkerpiepen, das der Gertschi hauptsächlich gemacht hat, das er sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht hat. Ja. Aus der zweiten Reihe, ja, Protest. Dann sag was. Das war die erste Reihe. Das war Gerhards Idee, oder? Nein, aber das war eine Aktion, ein Spaziergang durch Proberäume in Graz, verschiedenster Musiktreibender. Und das war sehr viel Aufwand. Und was war das? Ja? Also Leute, die in einem gewissen Bereich in Graz Musik machen, in ihren Proberäumen zu besuchen. Und das eben einer Gruppe von Leuten, die mitgehen wollten, zu zeigen. Aha. Die Leute haben sich vorgestellt und sind eben auf dem Weg dann noch versorgt worden mit Würstel.
Und nicht nur, sondern mit Geschenken, die sie erwerben konnten. Da hat es einen Geschenkewagen gegeben, es hat Aufforderungen gegeben, also Motivationen von, über Lautsprecher, Verhaltensvorschriften, wie man sich in den Proberäumen zu verhalten hat und das Ganze begleitet auf dem Weg zu den, zwischen den Proberäumen. Und in den Proberäumen hat es dann ein, zwei Nummern, also Musiknummern von den Gruppen dargeboten geben. Also ein Konzert, nur dass die Leute zu den Science kommen. Reise heißt es. Okay, Konzertreise. Ja. Und es hat nicht nur der Gertschi gemacht. Ja? Gertschi möchte was sagen. Ja, Bunkerpiepen, lang ist es her. Ich wollte was sagen zum Vereinswesen. Ja? Es ist uns bis jetzt schon mal sehr auf den Deckel gefallen, obwohl wir uns natürlich alle irgendwie um die Vereinsmeierei nicht gekümmert haben, weil es uns natürlich allen irgendwie zu blöd ist. Aber es ist uns natürlich schon mal sehr schwer auf den Deckel gefallen, dass wir kein wirklicher Verein sind. Und zwar haben wir mal auf indirekten Wege eine Gruppe von Vietnamesen eingeladen, die hierher kommen wollten, und wir haben denen die Einladung ausgesprochen. Daraufhin sind die eingereist oder wollten einreisen und sind aber im Flughafen schwächer, sind die 15, 18 Personen nicht reingelassen worden. Es wurde vermutet, dass die, also ihre Visen haben aus irgendwelchen Gründen angeblich nicht gepasst und die haben einfach den Verdacht geäußert, dass die hier untertauchen wollen. Aha. Und das war für uns natürlich ein riesen Schock und Schreck, weil wir haben denen eine Einladung ausgesprochen gehabt, die nicht rechtsgültig war, weil unser Verein nicht eingetragen war. Mhm. Das heißt, die Vietnamesen mussten wieder zurückfliegen. Ja. Das sind halt die Kehrseiten der Nicht-Vereinsmeierei, beziehungsweise die Kehrseiten unseres Staates. Habt ihr, aber es ist doch so, dass ihr relativ viel Zusammenarbeiten mit vietnamesischen Künstlern auch habt, oder ist das eigentlich eher, also versucht ihr mit wirklich vietnamesische Künstler auch in Österreich also mitwirken zu lassen bei den Aktionen, oder ich ist das geht eher nur fragen, obwohl er immer wieder in die zweite Reihe zurück sich zurückzieht. Gertschi, ja, das. Kenne ich mich zu wenig aus, und dann müsste der Peter was oder die Klöte was zu sagen. Okay, die sind halt leider nicht da. Kennst du die aus? Nein, ich kenne mich nicht so gut aus wie die beiden, aber ich weiß, meiner Meinung nach ist, hat der Austausch bisher hauptsächlich in eine Richtung stattgefunden, nämlich dass wir Österreichisches nach Vietnam transportiert haben, in Form von Gruppen wie den Adhänger. Mhm, also vor allem auch von Österreich nach Vietnam. Ja. Und umgekehrt haben wir als Gruppe Sachen aus Vietnam nach Österreich getragen. Aber wir haben das bis jetzt noch nicht geschafft, das wirklich mit Künstlern oder Personen aus Vietnam zu verbinden. Wie gesagt, zum einen aus den Schwierigkeiten, dass es relativ schwer ist, die Leute rauszukriegen aus dem Land. Mhm. Ach ja, klar, ist ein kommunistisches Land, ne? Zum Was hat damit nichts zu tun? Okay. Im Gegenteil, da gibt es ja die Geschichte, weshalb wir das Projekt Gelbe Gefahr gemacht haben. Ja. Die Leute können natürlich ohne weiteres ausreisen, sie werden aber natürlich von der EU nicht reingelassen. Okay. Und bleiben dann halt irgendwo in. Sie kriegen nicht mal ein Visum von der EU. Sie werden auf irgendwelchen Flughäfen. Bleiben wir den Ostblockländern wahrscheinlich hängen oder fahren wieder zurück, ne? Na, es gibt den konkreten Fall, es gibt keinen Ostblock mehr. Entschuldigung, das war jetzt stimmt. Es gibt keinen Ostblock mehr. Eine Vietnamesin kennengelernt, die wollte ihre Schwester, die in Wien lebt, besuchen, und die hat kein Visum von der deutschen Botschaft bekommen. Damals gab es noch keine österreichische Botschaft. Ja. Die Deutsche ist natürlich stellvertretend EU-Institution mit der Begründung, dass diese Dame jung, unverheiratet, ungebunden, hübsch ist und sie hier halt irgendwie in Haberer angeln könnt und sie aushalten lassen könnt, und deswegen kriegt sie kein Visum. Ja, aber wieso? Wenn sie untertauchen könnt und nicht mehr zurückfahren könnt. Aha, das verstehe ich überhaupt nicht, weil wenn sie jemanden. Also wenn man verheiratet, alt, schier, was noch? Okay. Und gebunden ist, dann kann man. Ja.
Also die durfte nicht rein, weil sie unter Umständen einen Österreicher verführen könnte. Ja, weil sie hier bleiben könnte, ne? Weil sie hier bleiben könnte, ja. Mhm. Naja, aber... Na gut. Ich hab jetzt was vorbereitet, und zwar eine Geschichte, die mir Peter versucht hat zu erzählen, auch in der Kim Lounge. Und die Geschichte ist irgendwie recht nett, weil sie... ein bisschen von der Atmosphäre widerspiegelt, die dort geherrscht hat, die sehr lustig war. Und deshalb spüre ich es jetzt einfach. Moment, jetzt muss ich da den Kollegen wieder abdrehen. Ja, eins mal für mich. Okay, das ist also Peter und seine Geschichte. Erzähl mir jetzt was. Okay. Eine Geschichte. Über den Nokmam-Demo. Ja. Hast du das Pipsen gehört jetzt? Ja, habe ich gehört. Wo ist das hergekommen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist übersteuert. Geschichte ist schwierig. Geschichte erzählen bin ich nicht so gut. Das ist wirklich hübsch da, ne? Bitte? Der Akkord da ist ja... Ja, die kennen das. Die haben das auch gut erzählt. Aber der Pups ist auch alt. Ja. Was? Das ist die starke Anlage. Das ist die vietnamesische. Gut, ja. Der Bikineser mit dem Hut, gell? Okay. Frage ist, seit wann gibt es was zum Essen? Morgen. Na, seit wann es da jetzt was zum Essen gibt? Was ist das? Super gut. Ja. Super Haus. Was bist du noch? Gibt's schon? Ja, warte auf eine Geschichte von mir. Mir fällt keine ein. Ich leg die ganze Zeit schon. Was kann ich denn mit der Geschichte dazu? Immer pro Tag, gell? Das ist Windows 98. Was willst du jetzt? Brot da? Ja, ist mir wurscht, da oben ist Brot. Ja, ist das so schwer, oder? Da oben ist Brot. Was magst du noch? Was soll ich bringen? Schlüssel, Brot. Was? Will ich solche Probleme? Nein, hab ich nicht. Ja, was soll das denn? Ja, schaut ins Brot. Das ist normale irgendwie auch reden. Das war jetzt eine Geschichte, die ich nur gemeint habe. Ja, das Publikum hat euch also auf Anhieb einmal mit einem Catering-Betrieb verwechselt, würde ich sagen. In der Herbstfahrt. Das liegt auch an uns. Ja, ja, klar, aber... sowas liegt prinzipiell in erster Linie an uns. Ja. Nein, ich war dort und es war von der Atmosphäre war ziemlich klasse, weil verschiedenste Arten von Musiken gleichzeitig auf einen eingeströmt sind. Es war ein DJ da, dann war auch Live-Musik da und es war da eine vollautomatisierte Suppenküche mit von PCs gesteuerten Herdplatten etc. Und ja, es war verwirrend, also ich nehme an, dass es also für die meisten eher verwirrend war, aber also... Mir hat es sehr gut gefallen. Ich mein. Die Geschichte mit dem Essen kommt ja eigentlich oft vor. Ne? Also bei den Würstelbuden, wie gesagt, ist ja das Essen dabei. Und was für eine Verbindung zieht sich da? Ich mein, welchen Stellenwert hat Essen jetzt in euren Aktionen? Also wirklich Essen. Keinen. Ist voll verweigert. Die zweite Reihe sagt nichts.
Aber er weiß am meisten. Man könnte ihm alles fragen. Naja, aber jetzt erzählt nicht, was er wüsste. Also, was du meinst. Ja, das Kochen ist schon scheiße. Ja? Es gibt auch noch immer Nachschub oder aus dem Fundus gibt es noch immer so trocken Vietnam Essen. Das wird dann eingeweicht und das kann man dann zubereiten. Es wird viel getrocknet in Vietnam. Und es gab ja auch zum Beispiel in der Herbstwahl gab es ja auch, glaube ich, relativ viel vietnamesische Spezialitäten, die, oder zumindest Gewürze, verschiedenartigste. Ja, das war sehr viel aus Vietnam eben da. Und eben nur Gmam-Soße. Ja, natürlich. Und Räucherstäbchen. Und es war der ganze Raum sehr, sehr dicht auch dekoriert. Und es war in dem Zusammenhang im Herbst ein bisschen out of order, haben wir dann gefunden. Und am dritten Tag ist es dann ein bisschen zu viel geworden für uns. Und ihr habt dann das Frühjahr. Und wir haben das ein bisschen dann modifiziert. Ja. Es war in diesem Zusammenhang nicht so wie die anderen Würstelbuden, die wir so gehabt haben, eben ein bisschen alleinstehend. Das war in der Herbstbar integriert und es war nicht wirklich das Ambiente dafür. Na, also finde ich zum Beispiel nicht. Also ich finde, es hat gut reingepasst. Also, ja. Uns war es nicht ganz genug, weil es die Stimmung doch ein bisschen so Après-Ski ist nach den ganzen. Ja, man muss natürlich auch dann sagen, dass wir nicht die Energie und die Kraft gemeinsam aufgebracht haben, um dann ein gemeinsames Gefühl für uns und gegen diese Stimmung und zu schaffen, um uns darum wieder wohlzufühlen. Ne? Ja, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht immer ganz leicht ist, vor allem wenn eben gut in einer Umgebung wie der Herbst war, also dass da. Ja, das ist halt was Besonderes, die Herbstbar. Ja, wir haben da einen kleinen Ausschnitt. Es war also, aber es war im Grunde was eine Fortführung der Würstelbuden, verbesserte Variante oder modifizierte Variante. Diese Catering-Geschichte, das haben wir dann auch besprochen. Nein, Entschuldigung, also verbessert, ich möchte jetzt auf keinen Fall. Und es wird wahrscheinlich die letzte sozusagen. Bitte? Es wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein in diesem Zusammenhang mit dem Bar machen und so. Ja. Es werden wieder andere Projekte gemacht werden. Ich muss sagen, also der richtige Kern von dem Ganzen ist eigentlich, dass wir alle immer auf der Suche sind und eigentlich in dem Fall auf der Suche nach dem Fremden. Also in welcher Form auch immer, manche sind auf der Suche nach dem Fremden in sich selbst und manche der Suche nach dem Fremden neben mir oder so, ja. Ja. Und jetzt wächst das Ding halt. Jetzt machen wir halt verschiedene Sachen und es hat sich von dem, was wir eigentlich wollten, wegentwickelt, aber ja, aber es ist noch immer so halt so Auseinandersetzung mit fremder Kultur. Ja, also das Fremde und die Nurgmam-Dirndln und der Versuch, das zusammenzubringen. Wie geht es eigentlich damit um, mit dem Fremden, das euch ja in Form des Publikums eigentlich dann begegnet? Das funktioniert manchmal gut, manchmal scheitert es auch. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut die Sachen vorbereitet und recherchiert sind und wie sehr diese Projekte dann auch eine Befindlichkeit treffen. Also das mit diesen Bunkerpiepen war rundherum ein großer Erfolg. Es gibt jetzt in einem aktuellen Projekt mehr Widerstände und auch größere Schwierigkeiten. Und da geht es darum, eben verschiedene Ethnien, die in Graz leben, im Projekt Heimatenstrip zusammenzuführen, gemeinsam Aktionen zu machen und eben zu schauen, was los ist bei den Ethnien. Und da gibt es unter Umständen, da gibt es in dem Projekt Schwierigkeiten, wo man mit unserem Impetus, eben dieses Fremde zu erkunden, auf Unverständnis stoßen. Und das ist, also es ist viel schwieriger, als wir uns das gedacht haben. Mhm. Ethnien, hast du gesagt? Ja, es gibt in Graz gibt es ja sehr viele Volksgruppen, ja, die sich auch in Vereinen
zusammenfinden. Hier auf Radio Esige zum Beispiel gibt es also am Sonntag immer wieder türkische Sendungen. Also und diese Volksgruppen, Ethnien, haben natürlich ein eigenes Interesse, ihre Ethnie betreffend und in Kommunikation eben mit den Österreichern hier, aber unter Umständen untereinander wesentlich weniger, was uns ja sehr gut gefallen würde. Mhm. Das heißt also, Nordnam beschränkt sich jetzt natürlich nicht nur auf den Vietnam, sondern generell eigentlich auf Es ist schon ein soziologisches Projekt, mehr als ein künstlerisches Projekt. Ja. Was habt ihr eigentlich in nächster Zeit für Aktionen geplant? Ich meine, was gibt es da sowas? Das ist vor allem das Heimatenstrip. Also das ist irgendwie leider eben bis jetzt noch nicht sehr ausgereift, weil es relativ schwierig ist, auch an diese Menschen ranzukommen, die mit denen wir gemeinsam arbeiten wollen. Also der Bedarf ist einer langen Vorbereitungszeit, damit die Menschen ein Vertrauen in uns kriegen. Es war, wir waren noch nicht vorbereitet darauf. Wir haben gedacht, es wird ein bisschen schneller gehen. Also wir in unserem Unwissen auch, was das andere, das Fremde betrifft, haben wir uns mit einer ziemlich großen Naivität an das heranbewegt. Und es bedarf aber eigentlich einer ziemlich langen Auseinandersetzung, bevor überhaupt irgendwas stattfinden kann mit diesen Menschen. Es geht um Vertrauen natürlich und es geht um viele Dinge, die man wissen sollte natürlich und wo man Fehler macht, wo man einfach wirklich Fehler macht. Und das Projekt selbst ist schon schön und der Wille, das zu machen, ist bei uns groß. Aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass wir da einfach Fehler machen und Kodizes übertreten, die wir nicht kennen. Aha, das heißt also, ja, okay, die Kommunikation ist einfach das Schwierige, ne, weil, wie du sagst, andere Kodizes. Es geht im Prinzip schon darum, es gibt viele Ethnien in Graz und wenn die zusammenrücken würden, könnten die füreinander viel erreichen. Es ist aber nicht leicht, eben diese Ethnien wirklich zusammenzubringen. Ja, woran scheitert das vor allem, weil auch untereinander natürlich die Kommunikationsprobleme sind, gleich wie jetzt ihr... Ja, unter Umständen und weil vielleicht die Erwartungshaltung von den einzelnen Volksgruppen eher die ist, wie arrangiert man sich oder wie holt man für sich selbst und seine Bedürfnisse das Optimum heraus. Das heißt, der solidarische Gedanke ist dann... Wäre vielleicht da oder auch nicht, also ich weiß es nicht. Vor allem, wie arrangiert man sich in das... Land, in das man emigriert ist, mit dem Land, also mit den Menschen in dem Land, also die sind hauptsächlich daran interessiert, sich mit den nativen Österreichern zu arrangieren, das sind so die Mächtigen. Ja, Gerhard hat uns inzwischen einmal verlassen, also hoffentlich kommt er wieder. Aber er ist jetzt in der dritten Reihe. Und der Nita ist schuld, sagt sie, naja. Also, ihr habt also nicht nur das Problem mit anderen ethnischen Volksgruppen, mit denen ihr versucht, Projekte zu machen, sondern auch untereinander. Sondern ziemlich verschiedenartigste. Nein. Ja, das andere, das funktioniert, das ist ja in unserer Gruppe ziemlich stark vertreten. Ne? Das Selbst und das andere, das Fremde und sogar in uns selber. Ne? Das andere gibt es in uns. Ja, ich habe da ein ziemlich schönes Zitat gefunden. Ja, bitte. Und zwar ist das, was das andere betrifft, nämlich, das ist von Octavio Paz aus Das Labyrinth der Einsamkeit und er zitiert da Antonio Machado. Ich lese das jetzt einfach vor. Das andere gibt es nicht, so lehrt der vernunftmäßige Glaube, die unheilbare Überzeugung menschlicher Vernunft. Identität ist Realität. Als ob am Ende mit absoluter Notwendigkeit alles ein und dasselbe sein müsste. Aber das andere lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Es besteht beharrlich fort. Es ist der harte Knochen, an dem die Vernunft sich die Zähne ausbeißt. Abel Martin glaubte, dass Kraft seines dichterischen Glaubens, der nicht weniger menschlich als der vernunftmäßige ist, an das andere, an die wesentliche Heterogenität des Seins, mit anderen Worten, an die unheilbare Andersheit, der das eine unterworfen ist. Ist das nicht schön? Ja. und
die Beschäftigung mit dem anderen in euch selbst, mit den anderen untereinander auch und, ja. und dann eben mit verschiedenen anderen ethnischen Gruppen ist schon irgendwo, kann man sagen, das Kernthema oder das, von dem ihr eigentlich immer wieder ausgeht, zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, dass das immer wieder drinnen ist. Ne? Also sei es jetzt, dass ihr eine Würstelbude macht, die so überhaupt nicht eine Würstelbude ist, aber doch insofern, als dass da Würsteln braten werden. Oder ja, zum Beispiel die Aktion in der Herbstbar, die dort einfach drinnen gestanden ist und die also größte Verwunderung bei den Leuten, und das hat mir das persönlich unglaublich taugt, ne? Weil du bist dort einig an die Herbstbar, vorne war irgendwie das Programm, unten war die Disco und dann links waren die nur Gmammdirndln und das war, ja, das, du bist da, wenn du da durchgegangen bist, durch Welten gereist eigentlich, durch die Herbstbar. Und ja, was habt ihr jetzt dann noch in nächster Zeit geplant? Was kommt da eigentlich? Also es wird jetzt überlegt an einem Projekt mit Bildern aus Vietnam. Das ist schon so ein altes Projekt, ist, wie ich gehört habe. Das ist ein älteres Projekt, das ist im Moment nicht spruchreif. Es war im Zusammenhang mit der Beschäftigung in der Herbstbar, ist irgendwie jedenfalls die Gewissheit in der Diskussion dann auch entstanden, dass so eine Sache wie in der Herbstbar nicht mehr sein soll. Also diese Würstelbuden sind nicht mehr. Es ist jetzt, glaube ich, soll es darum gehen, dieses Heimaten-Strip-Projekt gut zu machen und da verschiedene Ansätze noch zu finden, damit es mehr Grip kriegt. Mhm. Anita, was? Es gibt die unterschiedlichen Projekte von den Nognamdirndln. Die Andrea zum Beispiel, die ja auch ein Nognamdirndl ist, die macht jetzt im Jänner wieder ein Tanzstück in Graz. Naja, es hat sich sehr viel, ja. In Graz, wo wird das sein? Ich glaube, der Auftrittsort wird die Burggasse sein. Aha, also im Freien? Nein, nicht im Freien, sondern dieser Raum in der Burggasse, wo früher mal die Fondshows stattfanden. Ah, der ist ja super. Club Kosmos 2000, genau. Den kann ich noch erinnern. Ja. Aha, dort. Okay, also die Andrea macht ja, wie heißt die Tanzart schnell, ich habe den Namen vergessen. Nein, das ist nicht Butto. Also nicht Butto. Sie würde das nicht unterschreiben, dass das Butto ist. Okay. Achso. Irgendwann hat sie mal gesagt, Butto orientiert, weil das auch ihre Wurzeln sind, aber sie entwickelt schon ganz sicher einen ganz, ganz eigenen Stil. Ja. Ja, ich habe dann einen recht lustigen Versuch eines Interviews mit einem Nognamdirndl, den ich noch kurz spielen möchte, bei dem ich schlicht und ergreifend abgeblitzt bin. Du bist auch ein Nognamdirndl. Nur Mann, Entschuldigung, ich sage das immer falsch. Nur Mann. Mhm. Magst du mir irgendwas erzählen über eure Arbeit? Heute gerade nicht, vielleicht morgen. Okay, probier's mal nur einmal. Also es ist nicht so einfach, nur Gmammdirndl zu interviewen. Also. aber trotzdem, es lohnt sich. Das ist lustig. Ja, aber es ist nicht einfach. Es kann ja trotzdem was lustig sein. Skifahren ist ja auch nicht einfach, aber lustig, meistens. Wenn du das kannst, ist schon lustig. Ja. Das heißt, du kannst uns nicht interviewen. Ja, es ist mein erster Versuch, gell? Ich meine, ich lerne dazu, oder? Ja, also der Gerhard möchte jetzt aber nicht mehr kommen, das schaut aus. Nein, das schaut nicht so aus. Nein. Und was gefällt dir an den Nognamdirndln so gut? Was mir also an der Herbstfeueraktion gut gefallen hat, war eben die Zeitreise, die man macht, oder wenn man da reingeht und es ist wie ein anderer Planet, der da plötzlich sich auf. Es war damals die Würstelbude, war auch so, die in Graz stattgefunden hat. Ne? Das war am Augarten, meinst du? Ja, das war im Augarten, genau. Das war also bestimmt dann, irgendwie ist da eine ganz eigene Atmosphäre dort. Also, und mir gefällt auch der Charme des Ganzen, die eben diese Spieltechmusik zum Beispiel, das typisch nur Mam ist. dann eben die Kocherei und so. Und das, ja. Was macht's aus, glaubst du, diesen Charme? Ah, jetzt dreht es um jetzt irgendwie. Genau. Was macht aus? Also erstens einmal, dass ihr eben ganz viele, ganz verschiedene Leute hat, die sehr teilweise halt aufeinander krachen natürlich, dann aber wieder, glaube ich,
sehr befruchtend sind gegenseitig. Und ja, die Grundidee, von dem her ausgeht, finde ich eigentlich recht last, ist also, naja, völkerverbindend halt. Ne? Ich mein, das ist dieser blöde Schlagwort, aber es ist ein anderes Schlagwort wäre eine Multikulti-Gesellschaft und das ist im Grunde, ja. Das ist I. Ja, sag ich, ein anderes Schlagwort und Schlagwörter sind meistens I. Und das ihr eigentlich am besten implementiert da so von der Kunstszene in Graz oder was weiß ich. Ja, was gefällt euch am besten an den Nugmamm? Was gefällt zum Beispiel dir am besten, Andi? Was gefällt dir am besten von den Nugmamm-Dirndln? Oder was gefällt dir am schlechtesten? Was magst du überhaupt nicht an den Nugmamm-Dirndln? Immer das Herumfleddern. Was ziehst du so richtig an? Ich habe gute Sprüche direkt dann. Ja? Gar nichts. Fällt jetzt nicht ein. Okay. Was Tolles auch nicht? Also weder was Tolles noch was Mieses. Wurscht, vielleicht stellen wir mit der Frage. Vielleicht fällt dir noch was ein. Nein, weil du fragst dauernd so mit diesen Konflikten und so. Ja. Wird da irrsinnig viel erzählt, da, dass die immer streiten, die noch genannt werden? Nein, aber ich meine, ihr streitet ja. Dann, und was? Weil dann haben sie ja dann mitgekriegt, aber der Pause, das war jetzt super. Ne? Es war ein großes Drama. Aber ich finde es ja klar, also, ich finde streiten, muss man kennen auch. Ne? Kann aber kaum mehr. Der Tarek ist ja selber ein ziemlich streitbarer Mensch. Ja, ich bin sehr streitsüchtig manchmal. Aber na, süchtig würde ich nicht sagen, aber streitbar. Nein, heute zum Beispiel, wie ich dahergefahren bin, hat mich wieder alles angezippt. Also ja. Die Leute in der Straße, dann alles ist es. Aber gut. Du, haben wir noch ein Programm, Tarek? Nein, wir sind jetzt eigentlich so gut vor wie am Ende. Ja, also es hat mich trotzdem sehr gefreut, dass ich da war und... Du bist der Gertchen nur draußen. Wieso trotzdem? Ja, trotz was? Trotz gar nichts. Also es hat mich gefreut, dass ich da war, Punkt um. So, jetzt geht der Armin an und der Gertchen beschwicht die Pause vom Fenster. Okay. however, ja, ich bedanke mich beim Andi, ich werde noch mal kurz... sein Delay, bitte. Andis Delay, das einfach vor sich hin sudelt. Wir hören es jetzt dort. Fluppert. Also jetzt fluppert es gut nicht so. Das nächste Mal wird es eine Sendung geben wieder mit Magister Karl Hiermann. Magister Karl Hiermann war schon mal da und wir haben über UFOs gesprochen. Das nächste Mal werden wir aber über etwas mehr bodenständigeres Thema sprechen, nämlich über Esperanto. Was ist es und woher kam es, warum entstand es? Esperanto ist also eine Kunstsprache. Das ist dann so die Synthese aus den verschiedenen, aus der Multikulti-Gesellschaft. Ja, es ist der Versuch, genau, es passt mich eh ganz gut drauf, weil es nämlich ein Versuch ist, dass sie verschiedene Kulturen miteinander besser verstehen. Wir reden nur Esperanto miteinander. Ja, ich glaube, deshalb tue ich mir so schwer, euch zu interviewen vielleicht. Weil ich kann noch nicht Esperanto. Aber angeblich ist es ganz leicht zu lernen. Ja. Der Andi will noch was sagen. Bitte, Andi. Du willst eh nichts sagen. Kuscheln. Achso, ich will nur kuscheln, okay. Aber, gut. Also wie gesagt, die nächste Sendung wird stattfinden am 15. Jänner. Und... ja, hat sonst noch irgendjemand von euch ein Abschlussstatement, das er jetzt noch loswerden möchte? Der Gertschi war jetzt kurz da, jetzt ist er weg. Schau, das hört sich fast an wie unsere Spielzeugmusik im Hintergrund. Ja, das ist übrigens jetzt wieder, das ist... Wir heißen übrigens Toys. Aha. Aber mit O-I-S-E geschrieben. Ja, das ist im Hintergrund wieder ein Live-Atmo aus der Herbstbar-Aktion. Wer war das eigentlich, der da gespielt hat? Warst du das irgendwer vielleicht? Ja, der Abo und die heißen, waren die fliegenden Untertassen auf dem Sofa oder so ähnlich. Also Abo. Wirklich so, die fliegenden Untertassen auf dem Sofa oder so ähnlich? Nein, also. Ohne oder so ähnlich. Also, schau. Ohne oder so ähnlich. Schaut, ja, das wäre super gewesen. Okay. Gut,
ich bedanke mich bei euch sehr herzlich für euer Kommen. Ich bedanke mich auch beim Gerci. Und beim Andi natürlich auch. Und seit dem Delay. Wenn er lacht, dann ist er gut aufgelegt. Ja, er lacht. Ich bin clever, er lacht, er lacht. Sehr ist nicht. Okay, also die nächste Sendung ist am 15. Jänner. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiederhören.